Ich werde jetzt ein Beispiel wählen, damit Sie Ihr neues System mal verstehen, vor allem in Richtung der Kollegen der SPD. Ich möchte mir mit Ihnen mal die SPD in Bremen anschauen. Es gibt in Bremen zwei Wahlkreise. Beide wurden von der SPD gewonnen. Kollegin Reglewski und Kollege Uwe Schmidt, ich weiß nicht, ob die beiden hier sind, es könnte für Sie interessant werden. Denn beide Kollegen haben ihre Wahlkreise gewonnen. In Bremen gibt es nach Ihrem Modell aber nur die Hauptstimmendeckung für einen Wahlkreis. Deswegen ist es dann wie im Wilden Westen, es kann nur einen geben, Reglewski oder Schmidt, wer zieht in den Deutschen Bundestag ein? Der Kollege Schmidt hat 36,9% erzielt, die Kollegin Reglewski 30,2%. Dann sagt man nach ihrem Modell, ja ist doch klar, der Schmidt zieht ein, Frau Reglewski bleibt zu Hause. Dummerweise hat sie aber 56.000 Stimmen geholt und Herr Schmidt nur 52.500. Das heißt, die Kollegin, die in Bremen von allen Direktkandidaten die meisten Stimmen gewonnen hat, die muss zu Hause bleiben. Und wer anders gewinnt, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Absurde an Ihrem System ist, damit Frau Reglewski in den Bundestag einzieht, braucht sie nicht eine Stimme mehr als Herr Schmidt, sondern sie braucht 16.500 Stimmen mehr. Das ist ein 500-Meter-Rennen, bei dem der eine auf Meter 100 startet und die andere auf der Startposition. Dass das nicht fair ist, dafür muss man nicht mal Jura studiert haben, dafür reichen die Grundrechenarten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist kein Einzelfall.